Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero 2 Crimson Butterfly. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde Pause gemacht, aber ich, dummer Depp, habe vergessen die PS2 auszumachen. Weil ich dachte mir so, ach ja, ich nehme doch noch eine Folge auf, aber zuvor erledige ich noch was. Ja, das hat jetzt eine Stunde gedauert, sogar noch ein bisschen länger und währenddessen lief die PS2 die ganze Zeit weiter. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass Zeit da unten, das wohl die Spielzeit sein soll, dass die ganze Zeit nicht weitergelaufen ist, weil ansonsten kriege ich am Ende so ein schlechtes Ranking. Wahrscheinlich. Ausgesetzt, das gibt es überhaupt. Moment, gab es das im ersten Teil? Ich glaube schon. Oder im fünften gab es das. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich jetzt da reingehen. Blockierte Kraft an der Tür ist jetzt verschwunden. Anscheinend kannst du das Gebäude betreten. Ja, rein da. Die Verbliebene. Und hier ist irgendwas. Betäubte Puppe. Hm, noch was? Ja, da. Mach! Dumm. Da war doch. Das war die falsche Taste, aber da war doch gerade noch was. Kirohaus. Übrigens, hier. Ich habe mich schon gefragt, warum der Controller nicht vibriert. Ganz einfach, ich habe die Vibration auf ausgestellt, ich Depp. Naja, da ich aber annehme, da ich schon bei der Hälfte des Spiels bin, werde ich das jetzt nicht mehr anmachen. Weil das hier sollte jetzt, glaube ich, Part, lass mich jetzt nicht lügen, 15, 16, irgendwie sowas sein. Und wenn das Spiel hier genauso lang dauert wie Project Zero 1, das 30 Parts gedauert hat, gebraucht hat, wie auch immer, dann hätten wir jetzt eigentlich die Hälfte des Spiels. Ein Topf ist auf dem Steinofen vergessen worden. Er ist voll mit Ruß. Er ist wohl schon lange nicht mehr benutzt worden. Ja, was wollte ich denn jetzt gucken? Irgendwie verzögert es sich gerade so ein bisschen. Genau, der Film. Das habe ich, wollte ich nachgucken. Ja, 3000 noch, so in etwa. Ja, 3000, das muss man so sagen. Ist es sonst noch irgendwo was? Ah, da ist eine Treppe. Da hinten blinkt was. Bling, bling. Gucken wir jetzt noch hier um. Liegt hier was? Es hängt hier schon lange. Moment. Irgendein Tuch mit einem Bild von Bambus. Es hängt hier schon so lange, dass die Farben verblichen und das Material zerfallen ist. Sonst nichts hier? Nee. Auf jeden Fall da hinten blinkt was. Will ich dein Kind reden? Oh nee, bitte nicht. Okay, das ist kaputt. Oh. Hängende Puppen, wie nett. Dieses komische Unterteil, was Mio da trägt, ich weiß nicht, das sieht irgendwie nicht aus wie ein Rock. Zumindest nicht so wirklich. Es sieht mehr aus wie ein langes T-Shirt oder so. Oh. Fliehende Puppe. Soll eine Puppe sein? Das sind Kinder. Also ich dachte, das sind Kinder. Und das auch reflektiert. Yeah. Komm, hier ist noch was. So. Viele kleine Kimonos werden in der Kommode aufbewahrt. Sie sind zu klein für Menschen. Es müssen Puppenkleider sein. Warum Puppen? Ja, yeah, geil. Komm, hier auch noch, oder? Nö. Warum Puppen? Das hat mir. Dieser Schrein der Puppen aus dem fünften Teil, super. Der kommt mir jetzt wieder in den Sinn. Okay, da konnte ich reingucken von außen.
Ich glaube, nach diesem Part mache ich auch Schluss, weil langsam muss ich, werde ich ein bisschen müde. Tatami-Zimmergang lese ich schon mal, aber die Karte zeigt sich an, doch jetzt. Okay, links ist ein Weg, rechts ist ein Weg und da sind noch zwei. Projektorraum. Ah, das ist der Hintereingang und ich bin jetzt durch den Vordereingang gekommen. Das heißt, früher oder später werden die Wege sich hier treffen. Wahrscheinlich. Dann komme ich zum Projektorraum. Willst du mich so erschrecken, Kleine? Auflösende Puppe. Das ist so creepy. Die Schiebetür ist fest verschlossen. Das Haus ist alt. Hat sich der ganze Raum vielleicht verzogen? Wahrscheinlich. Oh, nicht schlecht. Das ist ein bisschen creepy. Oh, die ist zu. Bisschen sehr creepy. Gut, die ist auf. Da sehe ich schon bling bling. PC macht den Violet-Buch oder Violett-Buch. Mein PC macht schon wieder irgendwelche Mucken. Ich höre es im Hintergrund. Mit der Familienzahl liegt ein Buch. Ja. Was will der Schreiber mir damit sagen? Keine Ahnung. Warum töten und so weiter. Ja, jetzt läuft es mal langsam eiskalt den Buckel runter. Legst das Violettbuch, Violett-Tagebuch in deine Mappe. Ich glaube, wir werden da total die krassen Informationen rausziehen aus diesem Buch. Links oder rechts? Komm, mach ich mich viel schneller. Nach links, glaube ich. Ich bin total verwirrt. Geht's denn jetzt lang? Ja, nach jedem Raum gucke ich auf die Karte. Es tut mir leid. Oh, Speicherraum. Ja. Immer speichern, immer. Muss immer sein. Ich gucke mich ja trotzdem noch ein bisschen um, weil der Part hat noch nicht die angemessene Länge. Oh, die Tür ist zu. Ich kann keinen 8,5 Minuten Part machen. Dann möchte ich mich hier noch ein bisschen weiter umgucken. Gleich da rein. Da liegt was drin. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Eine Urne oder eine Schriftrolle sind in der Nische ausgestellt. Die Urne ist zerbrochen und die Scherben liegen verstreut. Na gut, dann ist es nicht drin. Aber da liegt was. Geil. Kräutermedizin. Im Schrank befinden sich verhüllte Schachteln. Sie enthalten alte japanische Puppen. So, ich finde hier echt viel Heilung. Will das Spiel mir sagen, Achtung, Achtung, bald kommt ein übler Geist und kloppt dich nieder. Gleich. Ich weiß gar nicht, wohin ich zuerst gehen soll. Auch eine Tür. Okay, die ist zu. Dann ist die andere wahrscheinlich auch zu. Ist sie nicht. Komisch, dass ich so nichts angezeigt bekomme. Erst jetzt wahrscheinlich. Nicht wahr? Ja, der Raum ist groß.
rausziehe. Die Musik würde mir auch nicht gefallen. Ich finde sie nicht so schlimm wie vorhin die Musik, aber sie ist trotzdem nicht gerade vertrauenserweckend. Und ihr wisst, was ich meine. Ich gehe jetzt da nach oben. Dieses Ding, Ding, Ding. Ja, ich weiß, ich gucke alle 2 Sekunden auf die Karten, aber ich bin etwas nervös, etwas sehr nervös. Geht's nach oben? Es geht nach links unter. Der untere Schrank ist mit Schachteln gefüllt. Sie scheinen alte, unbenutzte Gegenstände zu enthalten. Siehst du woran? Das Teil da, oder? Nee. Was ist das nicht? Weiter oben. Nee. Oh, doch. Oh nein, ich glaube, es laggt, weil Anti wir kommen will. Zitternde Frau. Das soll eine zitternde Frau sein? Das erkenne ich gar nicht. Etwas glänzt. Ja, Geisterkugel, her damit. Immer wieder gern. Sehe ich noch? Oh, da ist eine Kommode. Was drin? Komm. Ich stopfe mich hier aus mit allem. Das war jetzt ausnahmsweise falsch. Ich wollte gucken, ob ich meine Kamera aufmotzen kann. 38.000, ja, kann ich. Nee, weg da. Yeah. Was soll ich denn? Stoß. Langsam halt 10 Stoß. Mit hoher Aufregung. Nimmt mit hoher Austreibungskraft auf. Benötigte spirituelle Energie 2. Ich verstehe es nicht, was das soll mit spiritueller Energie. Sind damit die Geisterkugeln gemeint oder was ist los? Was war das gerade? Ich habe es genau gehört. Boah. Oh, Spiel. Das hat mich jetzt bis ins Mark erschüttert. Was hat er gesagt? Stay with me. Oh, scheiße, der Moment gerade. Das war jetzt übel. Ich trau mich nicht mehr weiter. Scheiße. Oh, gut. Speicherpunkt direkt voraus. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt hat das Spiel mich gekriegt. Oh, das war jetzt übel. Boah, jetzt hat das Spiel mir gegeben. Also solche Momente im Spiel sind echt schlimm. Dieses Frauengelächter, das wir mal hatten. Aha, das ist... Oh, übel. Und das sieht aus, als ob jemand runtergefallen wäre. Das Gelände ist total zerstört. Ja, definitiv. Dass da jemand runtergefallen wird. Ja, definitiv ist da jemand runtergefallen. Da unten haben wir schon die arme Person. Tut mir leid für dich, aber ich werde jetzt ordentlich draufhalten. Komm, einfach ballern. Oh, oh. Da ist sie. Mach was. Machst du was? Ja, du machst was. Oh, gut, gut, gut. Weg hier. Sie wollte mich greifen. Ist sie. Ja. Ich konnte mich nicht bewegen. Sie hat ein Erdbeben ausgelöst oder so.
Okay, gut zu wissen. Ich muss aufpassen, wenn sie nach unten fällt, kann ich mich nicht bewegen. Wahrscheinlich fällt sie jetzt wieder nach unten. Ich kann nichts tun. Lass mich los. Okay, definitiv. Warum bist du auf einmal so schnell? Warum bist du überhaupt auf dem Rückenkriechen so schnell? Kann mir das irgendjemand sagen? Ich glaube, das war's. Du warst recht einfach, aber als du vom Himmel geflogen kamst, immer wieder aufs Neue, hast du ein Erdbeben ausgelöst, wodurch ich mich nicht bewegen konnte. Filmrolle 3. Oh, interessant. Die Frage ist nur, wo bin ich jetzt? Ja, wieder Blick auf die Karte, ich weiß, tut mir leid. Den Ort kenne ich doch, glaube ich, oder? Ah, die Tür. Okay, ich verstehe. Alles klar. Trotzdem diese dunkle Stimme gerade, diese fast schon dämonische Stimme, die hat mich ein bisschen ins Mark erschüttert. Aber ich habe eine Filmrolle. Das heißt, ich kann oder könnte in den Projektor gehen. In den Projektor. Ja, ich klettere in den Projektor rein. Im Projektorraum. Das heißt, geradeaus weiter. Moment, da links geht es auch noch lang, da rechts geht es lang. Da die erste rechts, logischerweise. Moment. Aha. Deckel der Kiste klemmt. Schade. Hallo, was war denn das gerade? Also ich muss aufpassen mit den Kameraschwenks irgendwie. Unten blinkt doch was, oder nicht? Achso, nee, das hier ist eine Mauer und das da links ist einfach das Treppenhaus, wo wir gerade waren. Ich verstehe. Ist die Tür geöffnet? Will ich das? Nee, 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 nee. Wo geht's da lang? Ah! Hier geht's lang, okay. Aber trotzdem habe ich da kein Interesse jetzt, deswegen. Mein Interesse gilt jetzt einzig und allein den Speicherpunkt. Und dann werde ich den Part hier auch beenden, weil 3 Folgen Project Zero 2. Ja, ich bin wieder ein bisschen weit gekommen und bin wieder ordentlich aus der Ruhe gekommen, jetzt vor allem im letzten Part. Durch dieses I'm coming to get you oder was da auch immer jetzt gesagt wurde. Gut, dann würde ich sagen, das war Project Zero 2, Crimson Butterfly. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.